Ich bin auf dem Parkplatz von IKEA und heute gehen wir shoppen. Ich möchte heute meine Lieblingsprodukte von IKEA zeigen, die perfekt in ein Montessori-Haus einsetzbar sind. Ich finde das Design für IKEA so schlicht, einfach und ist eigentlich toll für ein Montessori-Kinderzimmer. Und IKEA ist sehr schön für dein Geldbeutel. Und ich zeige euch heute meine Lieblingsprodukte. Die meisten haben wir ja auch zu Hause. Ich werde euch immer wieder Bilder einblenden, was wir damit machen und wie ihr das für eure Kinder einsetzen könnt. Okay, dann lass uns shoppen gehen. Übungen des praktischen Lebens sind sehr beliebt im Montessori-Haus und als erstes, was ich sehe, sind diese wunderschönen Vasen. Die kann man im Bereich Übungen des praktischen Lebens einsetzen und Blumensträuße, Blumen arrangieren auf dem Tisch. Das lieben die kleinen Kinder besonders. Ihr könnt einen kleinen Trichter nehmen, dem Kind zeigen, wie man das Wasser über den Trichter in die Vase gießen kann. Und wie das Kind die Blume in die Vase reinsteckt. Und so hat das Kind immer was Schönes anzuschauen, wenn es auf seinem Esstisch steht. Das ist eine perfekte Übung für die kleinen Finger. Als nächstes sehe ich hier ein Produkt, auf was man eigentlich nicht verzichten kann in einem Haus. Es muss auch nicht Montessori-Haus sein, aber es ist ein Tritthocker, was überall einsetzbar ist. Sei es im Bad, wo das Kind an das Wasser drankommen kann, um sich selbstständig Hände zu waschen oder Hände zu waschen mit Assistenz. Sei es in der Küche, wo das Kind auch helfen kann. Und wir haben aus diesem Hocker, und aus diesem Stuhl aus IKEA diese Montessori Learning Tower, heißt es, so eine Hilfestellung für das Kleinkind, damit das Kleinkind in der Küche helfen kann. Das haben wir selber gebastelt, ist super einfach. Ihr dreht einfach den Stuhl um. Ich werde auch die Anleitung unten verlinken, was ich genutzt habe damals, als wir diesen Stuhl umgebaut haben. Und das ist eine tolle und günstige Möglichkeit, so einen Montessori Learning Tower zu machen. Diese Tritthocker, bequem, ist ziemlich toll, das ist ziemlich stabil und es gibt auch verschiedene Farben. Ich glaube, es gibt noch Schwarz, also Schwarz, Weiß und Naturholz und kann man wunderbar überall einsetzen, wo das Kind Hilfe braucht, um auf unsere Höhe dran zu kommen. Es gibt auch diese Hocker, der ist etwas kleiner und den nutzen wir momentan im Flur, damit die Kinder die Schuhe sich anziehen können. Später kann man das gut für das Toilettentraining nutzen oder auch in der Küche. Was IKEA noch in unzähligen Varianten hat, sind verschiedene Kleiderhaken. Die kann man im Flur anbringen, auf die Höhe des Kindes oder im Bad, damit das Kind sein Handtuch an der entsprechenden Höhe hat und wiederum drankommen kann. Die Haken sind nützlich und günstig bei IKEA. Was ich noch sehr gerne in der Küche bei den Kindern einsetze, ist dieses Set. Das kommt eigentlich aus der Badabteilung. Hier bewahren wir verschiedene Snacks auf und die Kinder können das ziemlich einfach auf und zu machen, weil die Deckel sind ziemlich leichtgängig. In der Abteilung fürs Spielen, für Kinderküche, gibt es noch dieses Set aus Porzellan. Das ist eigentlich Geschirr für die Puppen oder zum Spielen. Wir nutzen dieses Geschirr aber beim Essen, vor allem wenn wir Snacks essen. Ich finde, die Teller sind super. Die Größe ist perfekt für so kleine Snack, wenn man kleinen Joghurt isst oder Obstschale. Und es ist aus Porzellan, was in Montessori auch sehr wichtig ist, dass die Kinder aus dem echten Geschirr essen, genauso wie die Erwachsenen. Auch dieses Besteck ist toll. Das ist aus Edelstahl, passt in die Kinderhände, ist wirklich günstig und das Kind hat wirklich gleich das echte Besteck wie die Mama und Papa. Es gibt auch diese Variante mit Plastikgriffen. Es gibt auch so einen Untersetzer für Kinder. Ich habe allerdings einen sehr einfachen genommen, auch wiederum aus IKEA.
und in einem Montessori-Style-Teller, Gabel, Messer und Glas drauf gemalt. Das ist eine kleine Hilfestellung für Kinder, wenn das Kind selbstständig sich den Tisch deckt. Dann hat er eine Richtlinie, wie genau das Geschirr auf den Tisch kommen soll. IKEA hat auch tolle Sachen im Bereich Bad. Hier sind verschiedene Tritthocker für Toilettentraining. Es gibt eine kleinere und einfach größere. Auch dieses Töpfchen finde ich super, weil dieser Einsatz kann man einfach rausholen und das Töpfchen sauber machen. Und das ist wirklich viel einfacher als zum Beispiel dieser Töpfchen. Also da ist es nicht so einfach, das zu reinigen. Auch Verkleinerungssitz kann man bei IKEA kaufen und das für einen tollen Preis. Was in einem Montessori-Haus nicht fehlen darf, sind Spiegel. Angefangen bereits ab dem Babyalter hängt man das Spiegel auf der Höhe des Babys, damit das Baby sich selbst im Spiegel sehen kann, und sich selbst betrachten kann, sowie den Raum. Auch im Bad kann man bei IKEA einen sehr niedlichen kleinen Spiegel kaufen, was man für Kind an seine Höhe anbringt, damit das Kind beim Zähneputzen sich selbst sehen kann. Was ich noch in IKEA kaufe, sind Geschirr. Wie ich bereits erwähnt habe, nutzt man im Montessori Home immer Porzellangeschirr, auch für Kinder. Und IKEA ist ein perfekter Ort. Man kann hier unterschiedliche Schüssel, Teller, verschiedenen Formen und Farben kaufen. Und die sind wirklich günstig. Auch wenn ein Teller mal kaputt geht, ist es nicht so schade. Was bei IKEA auch toll ist, ist dieser Getränkespender, damit das Kind auch selbstständig sich Wasser einschenken kann. Gemein zusammen mit so einem Ständer passt das wunderbar. Auch die Gläser, 6 Stück, sind klein und passen wunderschön in die Babyhände. Auch für ganz Kleine gibt es solche Schnapsgläser. Die habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ich blende euch das Bild ein. Die sind auch wunderbar für ganz kleine Babys, wenn das Baby gerade anfängt mit dem Beikost und anfängt aus dem Glas zu trinken. Ansonsten hat IKEA andere Gläser, die passen schön für Kinderhände, sind günstig und ist nicht schade, wenn es mal kaputt geht. Was noch in der Küchenabteilung ist, sind unterschiedliche Tabletts. Die kann man sowohl im Bereich Spielzimmer nutzen, damit wir unsere Aktivitäten, unser Montessori-Material auf dem Tablett anbringen können und das schön für das Kind präsentieren können. Oder wir können das auch im Bereich Übungen des praktischen Lebens nutzen, wo insbesondere diese Plastiktabletts, die kann man schön einsetzen, wenn man mit dem Wasser spielt, wenn man Wasser umschüttet oder irgendwelche Schüttübungen hat. IKEA hat auch ganz viele kleine Löffel und verschiedene Utensilien für kleine Kinderhände. Zum Beispiel das hier, so verschiedene Zangen, die nutzt man auch zum Beispiel, um Pompons zu transferieren oder wenn die Kinder mal in der Küche mithelfen sollen. Passt auch diese Holzlöffel ganz toll. Das ist ziemlich klein und ist aus Holz und ist echt. Und warum nicht? Das Kind kann einfach auch mitrühren. Hier sind noch ein paar Messbecher, falls ihr gerne backt und das Kind mit involviert. Auch die kleinen Schneidebretter in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Farben sind total niedlich und würden gerne von den Kindern genutzt, wenn die Kinder sich selbst Snack zubereiten, Banane schneiden und so weiter. Hier haben wir auch eine Mini-Pfanne, falls euer Kleinkind sich ein Spiegelei macht. Das ist wunderschön von der Größe her. IKEA hat einfach unzählige Möglichkeiten, was das angeht, was das Kind so in der Küche nutzen kann. Lasst uns das Kinderzimmer nach Montessori einrichten. Als erstes würde ich mir überlegen, wo wird das Kind schlafen? Selbst IKEA hat die Möglichkeit, ein Montessori-Floorbett oder Bodenbett zu machen. Und diese Variante ist am besten. Er macht das einfach umgekehrt, so wie hier auf dem Bild ist. Man kann die Matratze nach unten setzen und man kann die Matratze sogar ganz auf den Boden setzen, so dass, wenn es ein ganz kleines Baby ist oder ein Kleinkind, dass es nicht vom Bett runterfliegt und man kann ein perfektes Bodenbett nach Montessori aus dieser Variante machen. Als nächstes suchen wir uns einen Schrank aus. Wie ihr wisst, Montessori unterstützt die Selbstständigkeit der Kinder und die Kinder sollen die Möglichkeit haben, den Kleiderschrank selbstständig aufmachen zu können und sich selbstständig die Kleidung aussuchen zu können. Das selbstständige Aussuchen der Kleidung unterstützt die Entwicklung des Selbstvertrauens. Die Kinder übernehmen die Verantwortung für ihre Kleidung.
Bei IKEA findet man unzählige Varianten von Kleidungsschränken, die bereits für Kinder angepasst sind oder für Kinder angepasst werden könnten. Im Idealfall ist es ein offener Schrank, sodass die Kinder gleich die Kleidung sehen können. Wer diese Variante nicht mag, gibt es bei IKEA viele Möglichkeiten, einen Kleiderschrank mit Türen zu holen, die Kinder natürlich auch selbstständig aufmachen können sollen. Wenn wir ein Kinderzimmer nach Montessori einrichten, dann sind die offenen Regale fürs Material und Spielsachen unverzichtbar. So wird die Selbstständigkeit der Kinder unterstützt, da die Kinder ihre Spielsachen auf einen Blick sehen. Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Spielsachen, die den Kindern auf Tabletts oder in Körbchen präsentiert wird. In IKEA findest du verschiedene Varianten der offenen Regale. Wir haben zu Hause Kallax-Regal. Dieses Regal ist sehr praktisch, da es verschiedene Fächer hat, beziehungsweise wir haben ein Regal mit 8 Fächern und das Material wird in dem jeweiligen Fach präsentiert, sodass das Kind auf einmal 8 Materialien, 8 Spielsachen zum Spielen hat. Man könnte auch Kallax-Regal mit 4 Fächern nehmen und so einen Einsatz kaufen, sodass man aus 4 Fächern eigentlich 8 macht. Vor allem, wenn das Kind noch ganz klein ist, ist der Platz völlig ausreichend. Als Andreas noch viel kleiner war, haben wir sogar eine TV-Bank genutzt, auch aus IKEA. Die sind recht günstig und die sind in perfekter Höhe, gerade für Kleinkinder, die gerade anfangen zu laufen oder krabbeln noch. Da reicht es völlig aus und das Kind kann selbstständig zu den Spielsachen gelangen. IKEA hat unzählige TV-Bänke und da kann man sich umschauen und ein Montessori-Regal, offenes Regal für das Kinderspielzimmer in dieser Abteilung aussuchen. Vor allem sind die TV-Bänke in unterschiedlichen Größen und Ausführungen und Farben. So kann man sicherlich ein passendes Regal hier finden. Schaut euch auch die Serie Eckett an. Ich finde, das ist auch sehr versatil, weil man kann das immer ausbauen. Auch wenn das Kind später größer wird, kann man die Regale auf jeden Fall nutzen in dem Kinderzimmer. Und das war eigentlich unser erstes offenes Regal, was wir gekauft haben bei IKEA für meine Tochter. Und wir haben gerade diese Eckett-Regale genutzt, um die Materialien zu präsentieren. Und wenn ihr nach einem Bücherregal für Kinderzimmer sucht, finde ich diese Gewürzregale aus der Küchenabteilung klasse. Schaut euch mal den Preis an, 2,99 Euro. Die kann man perfekt als Bücherregal nutzen. Man kann mehrere nebeneinander stehen, man kann es individuell gestalten. Wir haben das auch genutzt im Annabels Zimmer und es war eine sehr günstige Alternative zur herkömmlichen Bücherregalen. Und in einem Montessori-Kinderzimmer werden die Bücher immer mit der Buchdeckel nach vorne gestellt, sodass das Kind genau und gleich sieht, was für ein Buch auf dem Regal steht. Und diese Gewürzregale kann man perfekt dafür einsetzen. Im Kinderzimmer gehört auch noch ein Kindertisch und IKEA bietet verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Tisch, der sogar für das Kind angepasst werden kann. Es gibt verschiedene Größen, Farben und Ausführungen und man kann auf jeden Fall was hier finden. Was wir noch sehr gerne bei IKEA kaufen, ist verschiedenes Material zum Malen für Kinder. Es gibt ganz verschiedene Arten von Stiften, Farben, Pinseln, Buntstifte, Kreide und so weiter. Wir nutzen das sehr gerne. Diese Farben sind sehr flüssig, die kann man sehr gut ausdrücken und die Kinder haben echt Spaß mit denen zu malen. Über dem Tisch haben wir so ein Organisationssystem auch aus IKEA genutzt, damit man diese Farben und Stifte besser für die Kinder, übersichtlicher für die Kinder präsentieren kann. Und dieses System bei IKEA ist wiederum sehr versatil. Man kann es ausweitern, ausbauen und das kann mit dem Kind auf jeden Fall mitwachsen. IKEA bietet natürlich noch viel, viel mehr. Was ich noch sehr gerne dort kaufe, sind verschiedene Körbe und Behälter, um die Materialien, Spielsachen
nach Montessori zu präsentieren. Es gibt auch dieser schöne Teppich, das ist auch sehr typisch für Montessori, dass der Spielbereich dann abgegrenzt wird, indem man so einen Teppich auslegt und das Kind weiß, wo die Arbeitsfläche ist. IKEA hat auch wunderschöne Spielsachen aus Holz. Auch die Spielküche ist klasse. Wir haben die ein bisschen umfunktioniert und nutzen das als eine funktionale Kinderküche. Ich kann in diesem Video nicht alle Produkte zeigen, die ich bei IKEA mag. Auf jeden Fall finde ich, dass dort findet man einiges. Viele Sachen sind aus Naturmaterialien, was sehr wichtig ist in einer Montessori-Umgebung. Die Artikelbezeichnung werde ich auch in der Videobeschreibung vermerken. Falls du nach bestimmten Artikeln suchst, kannst du einfach auf der Webseite von IKEA im Suchfeld nach diesem Artikel suchen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann, tschüss!